Unfassbare Szenen haben sich gerade vor Gericht in Berlin-Moabit abgespielt, wo ein Journalist auf Akteneinsicht der ganzen Kernenergieausfrage und so weiter geklagt hat und das Ministerium von Habeck jetzt 3/4 der Akten rausgeben muss. Und es könnte höchst brisant sein, was dort alles dann drinsteht. Und es ist dort vor Gericht sogar zur Situation gekommen, dass der Richter, der jetzt gesagt hat, jawohl, Informationsfreiheitsgesetz und so weiter, her mit den Akten für die Öffentlichkeit, sogar Habecks Anwälte an einer Stelle ausgelacht hat. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Ich habe jetzt hier den entsprechenden Berliner Zeitung-Artikel vorliegen. Und bevor wir jetzt gleich alles durchgehen, muss ich an dieser Stelle erstmal ein großes Kompliment aussprechen an den Journalisten Daniel Gräber vom Cicero-Magazin. Denn genau eben jener Daniel Gräber hat vor 2 Jahren eben auf diese Akteneinsicht geklagt und das Ganze auch eiskalt jetzt einfach mit viel Ausdauer durchgezogen. Und jetzt 2 Jahre später, ja, ist er zum ersten großen Erfolg gekommen. Und das Absurde ist jetzt daran, wie das sozusagen jetzt hier von Habecks Anwälten argumentiert wird, warum die Öffentlichkeit, also wir, du und ich und so alle anderen, ja, kein Recht haben sollten, das einzusehen. Und die Begründungen sind völlig absurd. Zum Beispiel steht jetzt hier, weil Energieengpässe wie im Frühjahr 2022 auch in Zukunft passieren könnten, ja, dürfe man die Akten nicht freigeben. So hat ein Jurist des Ministeriums gesagt. Also mit anderen Worten, ne, um jetzt mal den Misère hier so ein bisschen in den Kontext von damals zu setzen, Teile dieser Akten könnten die Bevölkerung verunsichern. Ja, wer hätte das gedacht, dass wenn du deine Reservegrundlast einfach rauskickst, ja, und die ganzen Unternehmen dann alle sich umfirmieren und irgendwo in Ruanda jetzt die modernsten Dual-Fluorid-Reaktoren und so weiter bauen, die teilweise nur noch so groß sind dann wie Waschmaschinen und so und nicht mehr in Deutschland. Wer hätte gedacht, wenn du diese Grundlast rausnimmst, ja, das und alles abhängig machst nur noch von Wind und Sonne, du dann irgendwann die ganze Kohle wieder hochfahren musst und den CO2-Bilanz sozusagen an die Wand fährst, ja, wer hätte gedacht, dass es dann noch weitere Energieprobleme geben könnte, ja. Aber gerade bei diesen Problemen und Risiken und Ernstfällen, sogar bis hin zu Blackouts und so, gerade hier hat doch die Bevölkerung ein Recht darauf, das zu erfahren. Und deswegen hat eben diese Argumentation schon mal überhaupt gar nicht gezogen vor Gericht. Und der Richter hat gesagt, fail, her mit den Akten für die Öffentlichkeit. Ja? Aber es geht noch weiter hier. Es gibt noch weitere völlig absurde Begründungen. Zum Beispiel, er sagt auch, dass Deutschland ja mit der Kernkraftenergie, ja, einen Eigenweg beschritten hat. Und da kann ich natürlich nur sagen, ja, Sherlock Holmes bist du ja richtig. Das wissen wir alle. Guck mal hier, 22 Länder haben jetzt gerade auf dem Klimagipfel in Dubai, ja, wo viele Politiker mit ihren Privatjets dann oder mit den Regierungsjet hingeflogen sind, ja. Wenn es nach mir ginge, könnten die auch mal eine Skype-Konferenz machen, ja. Da würden sie sehr viel mehr Energie sparen. Aber egal. Dort haben jedenfalls viele große Länder und auch Schwellenländer entweder sich dazu ja aufgerufen, fast schon verpflichtet, kann man sagen, mehr in die Kernkraft zu investieren oder überhaupt in diese einzusteigen. Deutschland war nicht dabei, das spricht natürlich Bände. Ja? Habecks Ministerium will offenbar verhindern, dass Unterlagen ans Licht kommen, die dessen Entscheidung zum AKW aus in Misskredit bringen könnten. Mit anderen Worten, die haben eigentlich gar keine guten Argumente. Und weil jetzt sozusagen wieder eine Energiekrise kommen könnte und das so bedrohlich ist für uns und wir deswegen nicht geschockt werden sollen, ja, sollten wir diese Daten und diese Akten und so weiter nicht bekommen. Gleichzeitig versucht aber wieder zu beschwichtigen, weil das wäre ja dann ein Eingeständnis, logischerweise, dass die Politik von Habeck und der Ampel völlig verfehlt ist, ne, weil er würde ja dann zugeben, na, durch das AKW aus haben wir Deutschland in eine Lage gebracht, die dazu geführt hat, dass wir ständig Energieengpässe bis hin zu massiven Krisen bekommen, die so gefährlich sind, dass die Öffentlichkeit nicht diese Akten einsehen darf. Und dann sagt er so, oh, na, es wird schon nicht so schlimm und versucht im gleichen Atemzug aber wieder zu beschwichtigen, weil er ja sonst zugeben müsste, dass die Politik völlig verfehlt ist. Also es ist eigentlich völlig absurd, ne? Und jetzt steht sogar im Artikel, ne, dass
Jetzt wird's richtig interessant. Er sieht jedoch eine Gefahr aus einer anderen Richtung. Von Seiten der Oppositionsparteien und von Seiten kritischer Medien. Ja, ist doch auch eine gute Begründung, ja? Wir wollen einfach nicht, dass zu kritisch über den Minister Habeck und über das Ministerium und über das Kernenergieaus berichtet wird. Und deswegen enthalten wir ihnen einfach die Ressourcen, auf die sie eigentlich ein Anrecht hatten. So, und jetzt kommt es aber zu der allerbesten Szene, ja? Und zwar, ich lese mal kurz hier vor, ne? Der Richter hat, es gab dann nämlich so eine Liste auch an verschiedenen Vermerken und verschiedenen Teilen, ne, wo man halt eben, also übrigens der Minister, nicht der Minister, sondern der Jurist des Ministeriums, der konnte nicht mal sagen, ob der AKW-Rückbau in Deutschland umkehrbar ist oder nicht. Ja, das konnte der nicht mal beantworten. Dann haben die so eine Liste gemacht und haben halt gesagt, okay, welches Dokument ist sozusagen geheimhaltungsbedürftig und welches nicht. So, und jetzt kommt's, ne? Der Richter nennt dann ein Vermerk, fragt Habecks Beamte nach der Art des Dokuments, ne? Dieses Dokument wurde auch eingestuft als Geheimhaltungsdokument, darf die Öffentlichkeit nicht wissen. Jetzt kommt's aber. Aber es handelte sich dabei nur um eine Übungsaufgabe eines Rechtsreferendars, ja? Die weder mit der Leitungsebene irgendwas zu tun hatte, das hat er nicht mal vorgelesen und auch überhaupt gar keinen Einfluss auf die Gesetzgebung hatte. Und trotzdem hat sozusagen das dann den Vermerk gehabt, geheimhaltungsbedürftig. Und dann konnte der Richter laut Berliner Zeitung sich nicht mehr halten und bricht in Lachen aus. Das muss man sich mal vorstellen. Also die Politik ist nicht nur so verquer mittlerweile, sondern auch die Juristen scheinbar von Habeck können das überhaupt so schlecht nur erklären vor Gericht, dass der Richter anfängt, sogar noch zu lachen. Das muss man sich mal vorstellen. Übrigens, Patrick Greichen, der ehemalige Staatssekretär von Habeck, der ja auch entlassen wurde, ne, ihr erinnert euch, der kam mehrmals auch während dieser Gerichtsverhandlungen, ja, nicht etwa in den Zeugenstand oder so, sondern aber auch nicht zu Wort, sondern zur Sprache. Denn Greichen, der im Umfeld der grünnahen Lobbyorganisation Agora Energiewende und so weiter, ja unter anderem auch aktiv war und auch ganz aktiv dieses GEG-Gesetz und so weiter vorangetrieben hat, der hat auch dieses ganze Thema mit den Flüssiggasverträgen und so weiter wohl unter Habeck und so weiter mit nach vorne gepusht. Und da könnte sich ja natürlich auch noch was Spannendes vielleicht in den Akten ergeben. So, im Sinne von, was war das nochmal mit diesem ganzen grünen Filz und so, was ja auch jetzt schon wieder komplett vergessen ist in der Öffentlichkeit scheinbar, aber was ziemlich lange auch durch die Medien ging, ja. Aber es ist ja immer so bei uns medial, dass wir uns immer nur auf ein aktuelles Thema konzentrieren können, hat man jedenfalls den Eindruck. Aber wir bei Aktien mit Kopf, wir vergessen nichts aus all den ganzen letzten 2 Jahren. Das bleibt alles schön dokumentiert auf dem Kanal und wird immer wieder auch, solange die Politik sich nicht ändert, hier auch immer wieder ausgebreitet. Und an dieser Stelle nochmal großes Kompliment an Daniel Gräber. Ich bin schon gespannt, wie er darüber dann im Cicero berichten wird, über diese Akteneinsicht und was da noch alles ans Licht kommt. Und in 2 Wochen gibt es dann nochmal eine Verhandlung und einen Richterentscheid, wo es dann noch um die letzten 25% der Akten sind. Und ich hoffe, dass die auch noch dann veröffentlicht werden.